Mit unseren thermischen Solaranlagen nutzen Sie ab sofort die kostenlose Energie der Sonne. Die Montage unserer Hochleistungskollektoren ist für jedermann schnell und einfach zu bewerkstelligen. Wir beginnen mit der Montage des Grundgerüstes. Hierfür werden zuerst die drei U-Streben am Sammler montiert. Achten Sie darauf, die durchgebohrte U-Strebe in der Mitte zu befestigen. Nachdem Sie die Muttern handfest angezogen haben, ziehen Sie diese mit einem passenden Schraubenschlüssel nach. Mit Hilfe der mitgelieferten Edelstahlschrauben befestigen Sie nun die untere Röhrenhalterung an den bereits montierten U-Streben. Falls Sie unsere Flachdachaufständerung mitbestellt haben, wird diese jetzt montiert. Denken Sie daran, anschließend die unteren Auflageplatten anzubringen. Sie können die Aufständerung bequem mit zwei Personen an das Kollektorgestell montieren. Hierfür kippen Sie die Aufständerung nach oben und befestigen die Verbindungsstreben mit dem Gestell. Bevor Sie nun die Röhren einsetzen und das Gestell auf Ihr Dach montieren, werden je nach Ausführung die unteren Röhrenaufnahmen angebracht. Bauen Sie nun die Reflektorspiegel ein. Durch sie kann eine Leistungssteigerung von bis zu 10% erzielt werden. Sobald der Kollektor an seinem endgültigen Standort angebracht ist, schmieren Sie die Gummihalterung am Sammler der Röhrenaufnahme großzügig mit Spülmittel ein. Entpacken Sie nun vorsichtig die Glasvakuumröhren. Seien Sie hierbei besonders vorsichtig und beachten Sie mögliche Hindernisse. Die Röhren sind sehr empfindlich und dürfen nirgendwo anstoßen. Denken Sie unbedingt daran, die mitgelieferte Wärmeleitpaste gleichmäßig auf den oberen Kupferzapfen der Heatpipe aufzutragen. Achten Sie beim Einführen der Röhre in den Sammler darauf, dass die Heatpipe gerade in die Aufnahme gleitet. Die Röhren sollten möglichst parallel zueinander ausgerichtet werden. Schrauben Sie nun die Verschlusskappen der unteren Röhrenhalter fest. Die Röhren und Halter werden erst durch das Festdrehen der unteren Kappe in der Aluschiene fixiert. Wiederholen Sie den Vorgang mit jeder Röhre. Solare Heizungsunterstützung mit Brauchwassererwärmung. Heizen mit einem Kombispeicher durch die Kraft der Sonne. Der Sonnenkollektor wird über die Vorlaufleitung und die Rücklaufleitung mit der Solarstation im Aufstellraum des Speichers verbunden. Hierzu werden die Leitungen ins Haus verlegt und dort an die Solarstation angeschlossen. Nun wird das Solarausdehnungsgefäß an die Pumpengruppe angeschlossen und dieses System weiter mit dem Speicher verbunden. Dabei gilt zu beachten, dass der heiße Vorlauf am unteren Wärmetauscher des Speichers oben montiert wird. Die abgekühlte Wärmeträgerflüssigkeit wird unten wieder herausgeleitet und mittels der Solarpumpe in der Solarstation dem Kollektor zurückgeführt. Die Solarsteuerung sollte, um eine gute Übersicht zu gewährleisten, neben der Solarstation montiert werden. Sie zeigt unter anderem die Werte der Temperaturfühler an. Der Fühler F1 wird direkt am Kollektorausgang rechts der Solaranlage in die entsprechende Tauchhülse gesteckt. Der Fühler F2 findet seinen Platz in der Mitte des unteren Wärmetauschers im Speicher. Die Pumpe in der Solarstation wird ebenfalls an die Steuerung angeschlossen. Sie reguliert die Zirkulation der Wärmetauschflüssigkeit automatisch und ermöglicht so eine optimale Nutzung der solaren Energie für die Speichererwärmung. Zu guter Letzt wird der Heizkesselvorlauf und Rücklauf im oberen Bereich des Kombispeichers angeschlossen.
Der Tauchfühler F3 des Heizkessels wird im oberen Bereich des Speichers positioniert. Sobald der Speicher und der Solarkreislauf befüllt und entlüftet sind, ist die Montage der Anlage abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch! Ihre Solaranlage steht nun zur Nutzung bereit. Wir heizen unser Haus mit einem wassergeführten Kaminofen und einem wassergeführten Pelletofen und natürlich mit dieser thermischen Solaranlage. Im Herbst diesen Jahres wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe dieses Ganze noch weiter unterstützen. Ja, ich beheize mein Haus mit einem wasserführenden Kamin. Ich habe eine Gasheizung, dann habe ich noch hier den einen Kaminofen drin, dann habe ich noch einen anderen Kaminofen. Ich heize mein Haus mit einem ganz normalen Kaminofen. Ganz normal ist er nicht, da ist ein Wassertank mit drin, der einen Heizungskreislauf speist. Also in meinem Haushalt leben 4 Personen und wir haben ca. 130 Quadratmeter Wohnfläche. Ich habe einen Haushalt mit 5 Personen, mit mir eingeschlossen. Im Sommer ist das Problem bei meiner Heizungsanlage, dass ich sie nicht in Betrieb habe und ich eine Alternative zum Durchlauferhitzer haben möchte. Das Stromersparnis ist auch dabei, ne? Das ist ja nicht nur, dass ich jetzt kein Holz weniger brauche, sondern ich brauche weniger Strom, weil die Waschmaschine braucht nicht mehr aufheizen, die Geschirrmaschine braucht nicht mehr aufheizen. Das sind ja mehrere Faktoren, die dazukommen. Die Anlage hat 25 Quadratmeter Kollektorfläche. Im Jahr 2010 haben wir ungefähr 14.000 Kilowattstunden Fremdenergie eingespart. Ich habe die Anlage komplett alleine installiert auf dem Dach. Der Aufbau von dem Kollektor hat ungefähr 5 Stunden gedauert. Mit einem Kollegen habe ich das Gerüst zusammenmontiert und die Röhren habe ich alleine einführen können. Ja, ich würde auf jeden Fall den Kauf einer Solaranlage empfehlen. Ich würde mir selber mehr aufs Dach setzen und noch mehr Solarenergie erzeugen. Ich habe eine gute Einleitung bekommen, um die Montage durchführen zu können. Also der Service der Firma, bei der ich gekauft habe, ist top. Ich konnte jederzeit anrufen, immer kam eine freundliche Antwort. Selbst bei bewölktem Wetter, so wie heute, oder bei Minustemperaturen bis minus 10 Grad und sonnigem Wetter, können unsere Hochleistungskollektoren noch Vorlauftemperaturen von über 50 Grad erzielen. Wie man sehen kann, draußen sind 0 Grad und oben bei den Sammlern, heute schien ja noch die Sonne. Also vorhin war 56 Grad, jetzt sind es mittlerweile, ja, nur 16.30 Uhr. Die Sonne ist untergegangen und wir haben immer noch 50 Grad oben an dem Sammler, wo der Fühler dran steckt. Das ist jetzt die Wärme von einem Speicher hier, befindet sich mit 250 Grad, wie man sehen kann. Schon ganz schön heiß, ne? Die Amortisationszeit unserer SWD-Solaranlagen liegt zwischen 8 und 12 Jahren. Je nachdem, ob man ein Fremdunternehmen bei der Montage beauftragt oder selber Hand anlegt.